Vielleicht ist da so eine Karte. Kann ich das hacken? Ja, machen wir das mal. Hier lang, okay. So. Anomalie festgestellt. Tracing-Programm initialisiert. Oh, schaffen wir das? Ich glaube nicht. Los, oder? Doch, 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 doch. Ja! Ja, vielleicht ist da was Schönes drin. Breach-Software. Jede Menge Hacksachen, sehr gut. Was haben wir da? Absolute-Box. Ne, da liegt doch nichts drunter oder so. Server. Okay, wofür braucht jemand einen Server? Ah, okay, Verkaufsgebiet. Na, sieh mal einer an. Was ist das denn? Wie geil, ey. Durch dummen Zufall. Und Radiosender feiern derzeit das. Du bist auf Einkaufstour, stimmt's? Falls ja, bist du hier. Saugeil. Und vor allem ist da eine Schwäche in der Wand. Super gut. So, was haben wir denn da? Waffenkoffer, sehr schön. Taktische Schrotflinte. Jede Menge Alkohol, der anscheinend kostbar ist. So. Saugeil Credits. Ja, auch nicht verkehrt. Der Alkohol sieht echt wertvoll aus, ne? Muss ich schon sagen. Sehr schön. Jetzt haben wir die Tür richtig auf. Das macht mich doch glücklich. Da oben hin. Ja, ich weiß nicht, ob man da oben hin sollte, ob es da irgendwas Interessantes gibt. Gucken wir mal weiter. Könnte ich bei dem hier was kaufen, verkaufen? Willkommen bei Magia. Nee, ist mir jetzt zu teuer. Ach, müssen wir mit Escape, geht das nicht. So, ich glaube hier vorne, ne? Ich guck mal, ob ich hier was finde. Hier ist irgendwie ein U-Bahn-Eingang, ne? Ne, kann man nicht hoch. Nach unten will ich ja nicht. Achso, da geht's wieder auf den Platz. Sei still! Okay, von hier aus können wir dann anscheinend in die andere Richtung fahren. Her damit. Sie sollten hoffen, dass Ihre Papiere in Ordnung sind. Ein Techno-Autorisierung in der Stadt, das kann Ärger bedeuten. Ich hab schon dir gleich Ärger. Tatsächlich. Zentrale, ich habe hier einen BH-847. Sie müssen sowas wie eine Superwaffe unter der Haube haben. Ich habe einen Job zu erledigen und sehr wenig Zeit. Ich halte Sie nicht auf. Platz da! Wichtiger Techno kommt durch. Bewegung, Arschloch. Man kann es froh sein, dass ich dich nicht auf der Stelle eliminiere, Bastard. Die Diskriminierung die ganze Zeit geht mir auf den Sack. Was machst du denn da drin? Du weißt doch, dass die Behörden diese Anlagen überwachen. Könnten sich in Europa ausbreiten. Das stört überhaupt gar nicht, dass die reingehen, ne? Anscheinend. Ist das alles in Ordnung? Also warte mal, was stand hier? Also es ist praktisch so wie früher bei den Deutschen, ne, wo es bei den Nazis, wo es damals so war, Deutsche und Juden und andere. Und wie es bei den Amerikanern bis in die 80er Jahre noch war und halt vorher auch noch Weiße und Farbige. Es ist so heftig, ey. Es ist so mega krass. Da kommt noch so einer. Noch so einer, ich geb dir gleich, ey. Da kommt noch so einer. Hacken, welche Stufe? 4. Ich hoffe, wir haben genügend
Für ein Multitool. Oh, zum Glück. Genau richtig. Sehr schön. Weil ich habe die Hoffnung, dass wir von hier vielleicht irgendwo hinkommen. Sehr schön. Gehen wir wieder zu, vorsichtshalber. Man weiß ja nicht. Oh, Zubehörteile. Nachdem wir jetzt eben alle ausgegeben haben, brauche ich ja wieder neue. Gut. Einfach mal gucken. Duster hier. Ne, wir brauchen wirklich was, dass wir auch im Dunkeln sehen können. Das geht so gar nicht. Aber es ist auch so geil, wir latschen hier über den lang. Eigentlich so voll der fette Typ mit Mantel und es fällt keinem auf. Also voll fett in der Hinsicht, so voll riesig, groß, bullig. Und niemand bemerkt es. Ich verstehe bloß nicht, was man hier oben soll. Wenn man von hier aus nirgendwo anders hinkommt. Der Sinn erschließt sich mir da noch nicht so ganz. Nee, irgendwie nicht. Aha. Rookhand. Ja, hammerhart. Du weißt doch, dass die Behörden diese Anlagen überwachen. Dum-dum-dum-dum-dum. Oh. Meine Frau wird mich umbringen. Hoffe ich. Ahoi. Ahoi, ja, hallo. Das heißt ja auf Tschechisch, hallo. Haben wir anscheinend schon durchsucht. Dann gehen wir hier nochmal rein. Und gucken mal, dass wir nochmal schauen, ob wir vielleicht eine Karte oder sowas finden. Willkommen daheim. Das Verkehrssystem von London für mehrere Stunden lahmgelegt. Lebensrettende medizinische Transporte waren nicht mehr möglich. Willkommen bei Ihrem Smart Home. Haus KI. Sicherheit ist enorm wichtig. Wandpaneele, warte mal. Das müssen wir gleich mal gucken. Umwelt. Er wird sich bestimmt darum kümmern. Okay, und hier war doch irgendwas mit... irgendwo hier mit der Party, ne? Anhang anzeigen. Visitenkarte, ja, brauche ich die dann oder was? Ich kann noch nichts mit anfangen. Wandpaneele. Das hier. Nee. Welche Wandpaneele meint die denn? Man sieht's auch nicht, ne? Warte mal, wir machen jetzt mal so. Dabei kann es häufig zu Gewalt. Ja. Diese Eskalation hat die Kluft nur vergrößert. Und den Sicherheit ist enorm wichtig. Wir werden jede Neuigkeit von der UN sofort berichten. Sehe ich jetzt hier nichts? Ist das dann vielleicht oben? Kann sein. Komm, dann machen wir nochmal Wandpaneele. Ihre Geheimnisse sind bei mir sicher, Besitzer. So, Wandpaneele öffnen, genau. Ihre Geheimnisse sind einsehbar. Bei einem weiteren Terroranschlag. Oder ist das hier dann gewesen? Und des Sister Airlines Fluges 451 gekommen. Ich glaube, wir haben hier irgendwas übersehen. Wir haben zwar die Informationen, aber wir haben noch nicht das, was wir benötigen. Aber welche Wandpaneele meint sie denn? Wie es hier aussieht. Auch mich.
mich verfolgen schreckliche Erinnerungen an diesen Tag. Es wird lange dauern, bevor wir ihn vergessen können. Ist hier unten. Eliza Kassan mit einem Live-Bericht von Pikes. Exklusivität. Ach, das ist dann die Wandpaneele oder was? Das sind die größten Sorgen des digitalen Zeitalters. Nee. Palisade Property Bank haben diese. Welche Wandpaneele meint sie? Die Mauern der Palisade Property Bank archivierte Informationen stehen auf. Ich verstehe es echt nicht, ne? Sämtliche Regierungen. Garantierte Aktivität. Die Palisade Bank Corporation wird immer das sicherste. Das ist nur ein Schrank. Vorhin sagt er ihre Geheimnisse, aber. Ich sehe da echt nichts. Also wir bauen uns jetzt mal hier kurz so eine Rampe. Ich will mal da hin. Oder ist das dann im Nachbarraum? Ich weiß es nicht. Anschalten. Warum auch immer man das machen sollte. Gab es Dutzende Tote und Hunderte Verletzte. Okay. Wie Sie alle wissen, handelt es sich um den dritten derartigen Anschlag. Vielleicht hier? Nee, ist auch nichts. Komisch. Welche Wandpaneele? Ich bin der Meinung, das müsste eigentlich das hier sein. Wenn dann, ne? Das hier meint er nicht, ne? Ne, hier gibt es nichts mit Wandpaneele oder irgendwie so. Jetzt gucken und zugreifen, oder gibt es hier auch irgendwie ein. Ne, hier gibt es nichts. Wir bauen mal kurz was mit einem Kühlschrank. Guck mal, wir haben auch hier den Kühlschrank. Schauen wir mal, ob wir so vielleicht darüber kommen. So. Kurz gucken, ob ich das hier runterfallen lasse. Ah, na toll. Ich will ihn doch aufstellen. Hallo? Ich kann es vergessen, jetzt müsste ich mir noch mehr Sachen holen. Ich glaube, so viel hat er hier gar nicht. Als dass ich das dann da oben öffnen kann. Hat das geöffnet? Ich glaube ja, ich habe irgendwas gehört. Nee. Mist. Ah. Oh. Was haben wir denn hier? Interessant. Das ist geil. Einfach durch. Ja. Also was mag ich? Das dumme Zufall einfach mal irgendwo. Auftragskiller oder was? Alter, Stufe 5. Aber da kann man nicht weiter und ich habe kein Multitool, beziehungsweise auch nicht genügend Teile, wir sehen es nicht genügend Teile für ein neues. Aber schon interessant, ne? Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass bei dem anderen da an der Stelle auch irgendwo was sein muss, rein theoretisch. Welche Wandpaneele? Es macht halt so gar keinen Sinn, ne? Dass das. Da unten ist auch noch irgendwie ein Lager. Willkommen zurück. Wie war Ihr Tag? Der Reinigungsservice hat Ihre Bestellung bestätigt. Ich lasse ihn herein, wenn er eintritt. Jupp. Sehr gut, macht das. Oder kann das hier vielleicht versenkt werden? Dass da dann irgendwas anderes ist?
Komisch. Schrecklichen Tag vor 2 Jahren, an dem Augmentierte weltweit in eine psychotische Mordung verfielen, die zum größten Verlust an Menschenleben in der jüngeren Geschichte führte. Auch mich verfolgen furchtbare Erinnerungen an diesen Tag. Es muss doch irgendwo was geben. Vergessen können. Ich bin Eliza Kazan. Speichert er gerade? Ach, weil da hinten jemand kommt. Uncool. Des digitalen Zeitalters. Und für uns bei der Palisade Property Bank haben diese Sorgen. Wo will er denn hin? Ich glaube, weil er uns gesehen hat unten. Naja. Die Bank archivierte Informationen stehen außerhalb der legalen Zuständigkeit sämtlicher Regierungen. Garantierte Anonymität. Die Palisade Bank Corporation wird in. Komisch, aber der bleibt da draußen, ne? Der kommt jetzt nicht hier rein. Sehr gut. Ja, ist auch nichts weiter. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir irgendwo was finden. Aber es sieht mir nicht danach aus, ne? Haben wir hier schon einen Schrank? Nee. Hier vielleicht die Wandpaneele, aber... Ist doch echt ein Ding der Unmöglichkeit, oder? Guck mal, da hinten ist auch was. Und wie kommt man da hin? Weil das sieht ja richtig interessant aus da drüben, ne? Ist irgendwie da unten. Ha. Gucken wir gleich mal nach. Das Problem ist nur, dass wir jetzt hier so ein Hoshi haben. Puh, beziehungsweise jetzt nicht mehr. Sehr schön. So, hier oben... Interesse an sauberen Waffen? Ja, klar, immer. Wir wollen ein bisschen was verkaufen, wir haben ja Waffen und alles. Bist du Maschine? Ich will verkaufen. Der Typ hat echt eine Macke. Wir verkaufen erstmal. So, das. Ja, auf jeden Fall. EMP-Schrotmunition. Nee, brauche ich nicht. Das kann alles weg. Standardgewehr. Pistolenmunition ist die ganz normale. Brauche ich auch nicht. Elektroschockpfeil, ja. Revolvermunition, weg. Präzisionsgewehr auch weg. Das bringt alles richtig viel Asche gerade. So. Und das ist ja ganz Alkohol. Hier ist so geil. Oh, schon nicht ohne, ne? Vom Preis her. Ach, warte mal, das ist eine Splittergranate. Doch, auch weg. Schockgranate ist okay, EMP auch. Das, ja. Das ist auch noch was zum Verkaufen. Rauchgranate behalten wir. Schrotmunition, weg. Genau wie die Schrotflinte. Ja, und das Standardgewehr auch. Wobei, ja, brauchen wir das denn? Kann man da vielleicht irgendwie auch noch... Nee, komm, das schmeißen wir auch weg. Oh, beziehungsweise verkaufen wir es. So, was möchte ich denn von ihm? Nee, das nicht. Aber ich hätte gerne... Betäubungspfeile. Panzerbrechende Munition. Hat leider nichts für die Pistole, ne? Keine EMP-Pistolenmunition. Schade. Nee. Na gut, dann nehmen wir einmal Betäubungspfeile. Ja. So, und der andere hat ja Multitools. Meiner Mutter so. So, achso, warte. So. Später vielleicht. Fürs Erste. Das hört sich gut an. Wen interessieren die scheiß Technos? Ich will nur die scheiß Lieferung. Komm schon. Ich verkaufe an alle. Dann musst du zu ihm. Sag ihnen, beim nächsten Mal packen wir etwas nicht. Das ist nicht gesperrt, dieser Bereich. Das ist gut.